An der Spitze der EU-entbrennt Streit. Kommissionspräsident Juncker droht mit Rücktritt. Er eckt mit einer Personalie an. Seinen Vertrauten Selmayr beförderte er binnen Minuten zweimal. Gehe ich auch. Berichtete Spiegel Online. Auch das Online-Journal Politico berichtete von dem Eklat und zitierte einen EU-Vertreter mit den Worten: Juncker sei bei dem Treffen erbost gewesen. Kritiker werfen Juncker vor, Juncker habe die Partei nicht über die anstehende Beförderung unterrichtet. EU-Kreisen zufolge wurde Selmayr im Februar binnen weniger Minuten zweimal befördert, um auf den Spitzenposten der EU-Kommission mit ihren 32.000 Mitarbeitern zu rücken. Zunächst wurde er diesen Angaben zufolge am 21. Februar zum Vize-Generalsekretär ernannt. Dann machte Juncker ihn umgehend zum Nachfolger des bisherigen Generalsekretärs Alexander Italiana.